Hallo und herzlich willkommen zu einem extra Video und zwar zu einem extra Anlass. Und zwar ist der Anlass 4000 Abonnenten. Ja, ich würde sagen, als ich das heute Morgen gesehen habe, nee, das war ja nicht so, das kam im Laufe des Tages heute und es kommt und geht, wie es so ist. Und ich bin natürlich ziemlich happy, weil ich halt sehe, dass es immer weiter geht und weiter. Und ja, irgendwie auch gut ankommt. Ich habe mal in meiner Fotokiste gesucht. Nicht für echte Fotos, sondern auf dem Rechner. Und habe dann noch ein lustiges Bild gefunden. Ich glaube, das blende ich euch jetzt ein. Ja, auf dem Bild konntet ihr sehen, dass ich am 13.07. vor einem Jahr noch nicht mal die 500 Abonnenten hatte. Und ich dachte ja, das wäre schon so seit 2 Jahren, dass ich da schon Splays mache, aber irgendwie hatte ich da eine falsche Einsicht. Ich weiß es nicht, es hatte ein falsches Zeitgefühl. Ich mache jetzt diesen Winter, jetzt sind es dann schon 2 Jahre, wo ich Videos hochlade. Ja, es ist nicht ganz der Winter, so gesagt, es ist sogar im September. Und zwar am 25. September 2011. Es stimmt eigentlich nicht. Ich hatte noch ein paar Videos davor. Manche werden sie kennen, die T20 Videos, oder eins davon war ein T20. Die habe ich aber runtergehauen, weil da Musik drauf war und ich muss Musik aus der YouTube-Datenbank nehmen. Und die ist Kaki. Und ja, deswegen habe ich die rausgeworfen. Ich glaube, das war auch nicht viel früher noch. Aber ja, das erste Video war so gesagt mit dem Löwen. Ich glaube, 4 Videos danach war dann das erste Video, was wirklich kommentiert wurde. Das mit dem Typ 59, wo ich dachte, das wäre noch ein Japaner. Oder ich hatte mich einfach instant versprochen. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall jetzt bald, ja, 2 Jahre her. Und wirklich aktiv mache ich jetzt, ich würde mal sagen, seit einem Jahr Videos, das heißt täglich. Und ja, in einem Jahr eigentlich von 0 auf 4000 ist für mich schon irre. Also klar, gibt die anderen Channels da mit ihren 10.000, 20.000, 100 und 1 Million. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das so weit schaffen werde. Und mal gucken, wie weit es noch geht. Ja, das soll das 4000 Abonnenten-Special sein. Soll nicht so groß werden, aber es ist was Kleines, habe ich mir überlegt. Es war ein Garagenvideo. Und das, würde ich sagen, machen wir jetzt. Ja, ihr seht das Video wahrscheinlich morgen oder heute. Kurz vor 1, wo ich es aufnehme. Die Garage passt natürlich hier zum Anlass. Sowohl zu meinem, sowohl wie auch zu, ja, dem Anlass von Wargaming. Ja, wir sehen hier den T57 Heavy Tank, wo ich heute die Crew mit Spin, danke an dich, gemacht habe. Ja, erstmal ein Danke natürlich an die Leute, die mich unterstützt haben, die meine Videos geguckt haben, geliked, kommentiert, die zu mir gehalten haben. Und natürlich noch an die Hater. Danke, dass ihr da wart. Die muss es ja auch geben. Ganz besonders ein Dank an Marv. Da habe ich echt Hilfe gefunden. Mit dem haben wir ja die Contest. Einmal den Creative Winter Contest, wo wir den 2. Platz abgeräumt haben. Geschafft. Und noch den Derby Contest, wo wir leider keine Platzierung bekommen haben. Ja. Ich hoffe, sowas, so ein Event kommt mal wieder. Und ich hoffe, da können wir auch wieder abräumen. Ich würde euch als Community natürlich wieder einbinden, indem ich euch mitnehme. Und ja. Soweit fangen wir mal mit dem richtigen Special so gesagt an. So, vorab. Vielleicht wissen das manche nicht. Ich habe einen Channel in WoT. Der existiert schon eigentlich seitdem ich glaube, ich habe das schon
das schon vor einem Jahr angefangen. Also es ist schon sehr, sehr lange da. Und früher hatte ich das mit Freunden gemacht. Ja. So, und zwar, ihr kommt da drauf, wenn ihr hier Search eingibt, und zwar, yes. Dann kommen hier in dem Fall leider zwei. Weil der Mihi Master 98 hier diesen Channel aufgemacht hat. Wenn der Channel nicht existierte, weil ich noch nicht aufgestanden bin, könnt ihr natürlich einen neuen aufmachen, aber bitte nennt den Base Ersatz. Weil dann kann ich meinen Hauptchannel aufmachen und muss ihn nicht The Base Real nennen. Und ja, falls ihr jemanden zum Zocken sucht, da sind meistens immer Leute drin. Und das Problem ist einfach nach 12 Uhr, nicht nach 12, nach 7 Uhr, wenn die Server neu gestartet werden, ist regulär, sind die Channels alle geschlossen, leider. Und deswegen muss ich die halt immer wieder aufmachen. Wie gesagt, in Zukunft, Leute, bitte lasst mir The PAs, sondern und macht einfach The PAs Ersatz. Und wenn ihr Leute einen Channel sucht und ich noch keinen aufgemacht habe, ihr seht, der richtige ist so gesagt immer von X-Bammel in X aufgemacht. Wenn jetzt das hier aber weg ist und da einer DBS-Ersatz steht und kein anderer DBS, dann könnt ihr auch in den gehen. Dann ist es sogar der Ersatz. Das soweit. Ja, ein Garagenvideo nach langer Zeit. Ich glaube, das letzte hatte ich mit 2500 Abonnenten, also etwas her. Wir fangen hier mal an mit den Tierklassen, würde ich sagen. Das kann man jetzt schönerweise auch einstellen. Tier 1, ja, oh, das ist sehr schön gemacht. Tier 1, da haben wir einen Panzer. Den Britenpanzer der Stufe 1, den ich früher sehr gern gefahren habe. Dadurch, dass der seine Kanone, der hat glaube ich 6 Magazine, A5 Schuss oder so. Also extrem hart und stark. Ist leider durch seine Größe und seine Geschwindigkeit zurzeit etwas, ja, nicht spielbar, weil die T18 da sehr gut treffen. Ja. Kommen wir zu C2. Ich ne, blickt jetzt glaube ich nicht alle an. Da haben wir hier die Mikromaus. Den Panzer, den ich, ja, das kann ich jetzt eigentlich mal lüften, das Geheimnis. Woher habe ich ihn? Durch einen Code von MoreWoT, als ich da reingekommen bin. Ich hätte darauf versucht, etwas mehr zu, also ob die noch welche haben, aber leider hatten sie keine mehr. Auf jeden Fall wurde mir das gesagt und, ja, daher habe ich ihn halt. Dann noch den M2 Lite, den ich überhaupt nicht mehr fahre. Aber, ach ja, ich habe den mal als MG, wollte ich den mal ausprobieren. Aber als Andenken an seine, ja, grandiose Zeit hier, habe ich ihn noch in der Garage. Eine Trophäe. Und den werde ich auch nie verkaufen. Mein M2 Lite. Ja, außerdem haben wir noch ein kleines T18, das ist aber lame, das kennt ihr ja. BT2 und so weiter. Ich gehe jetzt die Panzer nicht durch, das dauert noch zu lang. Ja, dann haben wir hier T3, den Franzen-TD, den ich persönlich nie spiele, bekommen durch die Gamescom. Ich wünsche euch allen viel Glück, die bei der Gamescom sind, dass ihr da auch ordentlich was abräumen könnt. Dann noch hier den Foch, wo ich leveln muss. Zu den XP und so kommen wir gleich noch. PZ1C, den man immer schön zwischendurch spielen kann. Ein netter kleiner Panzer. Panzer 2J und ich auch hoffe für euch, die ihr zur Gamescom geht, dass ihr dieses Mal etwas einen, ja, ich sag mal so einen nützlichen Panzer bekommt. Soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist so. Ja. Dann natürlich noch den Tiger. Einer meiner Lieblingspanzer. Jetzt könnt ihr erfahren, welche meine Lieblingspanzer sind. Foch ist übrigens auch einer meiner Lieblingspanzer. Der Löwe. In letzter Zeit wieder recht gut spielbar. Also ich fand, es ging wieder. Tier 10 zu kommen, ist aber nicht ganz so spaßig mit dem Teil durch die nicht sehr hohe Durchschlagskraft, sag ich mal so. Aber man kann ihn spielen. Jagdjäger 8,8, ja, noch nicht lange in meinem Besitz und trotzdem schon einer meiner Lieblingspanzer, auf jeden Fall Lieblings. Ja, Tier 8 Premium Panzer, hier muss ich auch mal die Crew mal neu machen. Auch kann ich nur empfehlen für Leute, die TDs mögen und einen TD mit sehr hoher Feuerrate. Und in seinem Tier in einer guten Hand sehr stark. Die beiden hatten wir ja.
Joa, Giftpanzer, den kennt ihr alle. Ich sag dazu nichts. Ja, Panzer, das sieht man schon nicht nachgeladen. Ja, Schrottpanzer würde ich sagen. Ich mag ihn nicht. Hab mich durchgesuizid scoutet, um zu dem zu kommen. Glaube ich. Ja, um zu dem zu kommen. Mag ich auch nicht. Ich bin kein Scout-Fahrer, wie wahrscheinlich jeder von euch weiß. Deswegen auch nur ein Panzer in meiner Garage. Falsches Tier, falsches Tier. So. T21, auch ein Scout inzwischen. Als ich meine, ich weiß es nicht genau, ich meine, als ich ihn gefahren habe, war er noch nicht als Scout gematchmaked, aber ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich sehr selten Matches, wo ich, ja, jetzt wieder ein bisschen okay, mein, als Scout, ja, gewertet wurde. Ist inzwischen so, muss man sich abfinden. Ähnlich wie beim T71, der ist in seinem Tier einfach ein bisschen zu stark. Und kann man aber auch noch in T8 gut was abräumen. Ja. In 3i, ich wollte ihn mal ausprobieren, weil ihn ja die eine Seite der Community super toll findet und die andere Seite sehr schlecht. Und ja. Der beste Spieler war leider, glaube ich, damit der Kulaski, der ja leider in diesem Jahr von uns gegangen ist. Und ja. Das war sein Panzer. Ich finde ihn nicht so gut. Naja, da muss man, damit muss man halt spielen können. Ja, M4 Sherman. Mit dem habe ich mir heute die schönen 300.000 Credits besorgt. Toller Panzer. Mit der Erhebung natürlich. Ich wollte ihn aber mit der Wumme ausprobieren. Naja, muss man machen. T20 fahre ich immer noch sehr gerne, weil die Wumme extrem stark ist. Aushalten tut er wie jeder Medium eigentlich nicht viel. Aber er ist halt echt, die Wumme ist halt echt ein Traum. Pershing fahre ich ebenfalls immer noch recht gern. Beachtet diesen Texturenfail nicht. Die Wumme ist etwas schwierig, aber es funktioniert. T69, ja. Lieblingspanzer sowie Hasspanzer. Der ist abwechselnd. Kriegt man die Gegner von der Seite, kann man so schön rulen. Oder einen Löwen frontal. Kann man auch sehr viel machen. Ansonsten. Ammo rein, Premium Ammo rein und viel zahlen. Ja, Patton, auch ebenfalls einer meiner Lieblingspanzer. Ich fahre ihn immer noch sehr gerne. Man sieht, ich kann die Crew mal wieder skillen. Signal Boosting. Naja, okay, ich müsste einmal überall die Crew Skills machen. Jo, gefällt mir immer noch sehr der Panzer. Ich spiele ihn auch tagtäglich eigentlich. Weil ich auch meine Free-XP, ich habe gemerkt, ich kriege da mega viel Free-XP durch, wenn ich einfach mal einen Großteil meiner Dailies fahre. Das habe ich gemerkt, als ich die 50.000 gesammelt habe. Ich habe da 5.000, 2 bis 5.000 XP auf die Free-XP bekommen. Und man sieht, ich habe schon wieder 30.000 fast. Ohne mal 3 oder so. Nur durch Dailies fahren. Ja. Und Marv nennt mich nochmal Panzi, mal Panzermäßig. Kannst du auch ruhig machen, aber die 30.000 hier sprechen doch, würde ich sagen, für sich. Also, Panzer verkaufen. Premium-Panzer verkauft die niemals. Normale Panzer, die ihr mögt, oder halt auch nicht, oder die ihr gerne fahrt, würde ich durchaus in der Garage lassen. Ja, T55, auch einer meiner Lieblingspanzer. Durch seine hohe Mobilität und seine echt gute Wumme. Außer man, wenn man die Penetration wegnimmt. Ja, willkommen zum M48, ja, mein absoluter Lieblingspanzer, außer heute. Heute ging es irgendwie nicht ganz so gut mit dem Baby. Aber naja, das ist ja auch einer der 10er, wo ich mehrere Gefechte mit habe. Oder der 10er, wo ich die meisten habe? Ja, sogar schon. Respekt, das auch spricht für sich. Ja, gefällt mir immer noch sehr. Was haben wir jetzt? T1 Heavy, ja. Bunker auf Räder, nur ohne das Aushalten von einem Bunkers fahre ich persönlich nicht mehr. T35, zweitbester und mitbester Credits Farmer, jetzt hier mit perfekter Crew durch den T57. Und ja, da will man nicht getroffen werden. M103, ja, gefällt mir auch noch, gerade mit der nächsten Wumme, seitdem ich die habe.
Die kleinste war auch gut, aber irgendwie ging es mit der doch nicht ganz so gut wie mit der hier. Und ja. Ein schickes Baby. Jo, E5, gleiche Wumme, etwas kleiner, wie man sieht. Besser gepanzert, glaube ich. Und ja, mir gefällt er. Leider verliere ich damit konstant. Und wenn ich zu viel verliere, dann macht mir das Spiel auch nicht mal ganz so viel Spaß. Aber immer noch ein guter Panzer. T57, mein absolutes Baby. Bist mein Baby, ja. Ey, mein absoluter Killerpanzer hier. Lieblingspanzer schlechthin. Und der wird in M48 mit sein. 193 werde ich wahrscheinlich bald überholen. Da habe ich schon 110. Echt nice. Ja, T18 hatten wir gerade schon. Fahre ich hier auch nicht mehr, außer 2x3, da fahre ich aber alles. M10, boah, fahre ich eigentlich auch nicht mehr, außer gibt halt mal 3x5. M18 Hellcat, in letzter Zeit nicht mehr viel. Habe ich ja schon echt lange den Panzer, das ist ja schon so. Naja, guter Panzer. D25-2, da werde ich auch viel gefragt. Der Panzer ist cool, wenn er voll upgrade ist. Ist zwar nicht ganz, oder ist schon relativ mobil. Die Wumme ist ganz gut, aber er hält halt wie jeder TD oder Medium nichts aus. Jeder TD ist falsch. Ja, T-Atem-Bonds 20 Prototyp etwas durchgequält. Dadurch, dass ich fand die Panzerung war relativ schlecht. Aber naja, das ist halt. Ist vorbei, sagen wir so. Habe ich durch. Ein Tipp an euch, zeigt mir die Seite. Da kommt man immer instant durch. T30, ja, gegen Ende etwas nervig geworden, da ich das nicht mehr getroffen habe. An sich immer noch ein sehr starker T9er. Hier müsste ich mal die Crew reinpacken. Ja, früher ja als T10 Heavy, für die Leute, die es noch wissen. Den habe ich leider nicht geschafft. Ich war zwar dabei, ihn zu machen, aber ja, ich habe es nicht geschafft. Aber naja. T95. Früher ein absoluter Lieblingspanzer. Inzwischen ein Panzer, wo ich sage, den kann man nicht mal spielen und der braucht einen Buff. Ein Buff, wie soll der gebufft werden? Ja, meines Erachtens soll er einfach seinen historisch korrekten, neuen, besseren Motor bekommen. Damit ist er nämlich schneller und damit hat er auch den nötigen Buff, so gesagt. Leider wäre er eventuell dann zu stark und ich gehe davon aus, dass Wargaming ihn dann zu stark findet. Naja. Ein Biest. Ein Biest, was in meine Garage gehört. Als Andenken. T110 E4. Der vollgepanzerte des T30s. Ein Superpanzer. Wo ich einen neuen Crewskill habe. Auch hier werde ich. Ich werde jetzt alle Crews mal eben neu machen. Mit etwas Hilfe dann vom Spin eventuell. Das werde ich aber erst machen, wenn ich wieder bearbeiten. Ich bin ja am ab 8. weg. Also, ja. Dazu aber gibt es morgen noch ein extra Infovideo. Ja. Die kleine Arti, früher sehr viel Spaß gemacht, inzwischen durch das Matchmaking etwas problematischer geworden und ich spiele das nicht mehr so oft. Aber hat sehr viel Spaß früher gemacht. Jo, M37 habe ich mir geholt, um eine T3er Arti zu haben. Eventuell einen guten Ersatz für die Su-26 in Kompanien. Und dann wurde sie auf mysteriöse Weise auf Tier 4 gesetzt. Fail. Hier übrigens immer noch der Fail von der M7 Priest Tier 3 mit 100 mm Frontpanzerung. Oh, ich hoffe, die Aufnahme läuft. Fällt mir gerade so ein. Ich habe nämlich noch mein Mikro rumgepult. Oh, ich hoffe, es funktioniert alles. Jetzt muss ich alles neu aufnehmen. Naja, M12 sehr gerne gegen Ende gefahren. Auch jetzt. Ist eine schicke Art. Auch nach dem Nerf kann man die noch gut fahren. Ja. M40 gegen Ende des Forschen hat sie mich ziemlich aufgeregt, aber inzwischen kann man sie immer noch ganz gut fahren. Hier meine legendären 49.000 XP drauf. Weil ich gehört hatte, dass ich die neuen Artis noch erforschen muss. Und ich hatte schon 90.000 oder 90.000, sorry.
49.000, wo ich erfahren habe, dass es nicht so ist. Und ja, leider kann man nicht einstellen, dass ich diese Free XP komplett alle in der Crew haben will. Wäre vielleicht noch eine Lösung. Finde ich ganz gut. Oder ein Prozentsatz davon. Die Hälfte würde ich auch noch machen. Ja, Killer-Arti, Planetenzerstörer, Weltenzerstörer, ultimativer Tankzerstörer, T-92, steht für T-Zerstörer. Ja, habe ich heute auch wieder ein brillantes Gefecht gehabt mit zwei Achtern, die ich geordnet habe. Gefällt mir immer noch sehr, zwischendurch rage ich da immer ab, aber das passiert bei der Treffergenauigkeit nach dem Nerf, ist es halt doch durchaus mal gerechtfertigt, würde ich sagen. Ja, trotzdem nur noch 32% Treffergenauigkeit. Daran kann ich mich nur erinnern. Ein Dreierkill mit der Arti. Ja, 1,9 im Durchschnitt. Ich wollte mal 3 schaffen, aber das habe ich leider nicht gepackt. Über 2000 ist jetzt mein Ziel. Bin ich zufrieden, würde ich sagen, kann man mit Arti gut. Ist ganz gut. Ja, BT2, mein kleiner Killer. Ich weiß gar nicht, wie viele Gefechte ich inzwischen mit dem habe. Den fahre ich ja mal zwischendurch. Ha, guck mal, gar nicht so viele. Aber damit kann man echt schön, schöne Runde, schön schnell. Gewittert das gerade? Irgendwie komisch blitzen, naja. BT7 ebenso, kann man gut fahren. Ja, da kommt manchmal Tier 5, deswegen fahre ich lieber BT2. Aber ne. LTP. Der Learn-to-Play-Panzer. Ich hoffe, man lernt auch damit zu spielen. Ich habe ihn hier noch mit Premium-Ammo drin. Weil die ja weniger gekostet hat. Und dadurch hat man damit kein Minus gemacht. Ich weiß nicht, ich sage nichts zum Panzer. Ich finde ihn ganz gut, aber ich habe noch nicht viel gefahren. 2 Gefechte, glaube ich. Ja, M3 Lite. Genauso wie die M2 Lite. Nur von den Russen. Gab es früher in der Beta durch eine Zeitschrift und der Code, den Code konnte man sich nach der Beta nochmal einlösen. Leider hatte ich glaube 50% der Leute diesen Code nicht mehr. So wie einer meiner Real-Life-Freunde, die diesen Panzer dadurch dann nicht bekommen haben. Naja, ich habe ihn durch ein simples Contest, durch einen simplen Contest. Falls ihr wissen wollt, mehr zum Contest wissen wollt, sucht auf meinem Channel bei der Lupe nach World of Tanks, ich glaube Forum Contest, dann solltet ihr das finden. Ist ein Video mit dem Panzer, sollte also nicht zu übersehen sein. IS-3, ja. Früher der King in ESL, inzwischen nicht mehr ganz so, durchaus immer noch ein sehr starker Panzer und ein sehr stark vertretener Panzer in ESL. Jedoch, ich glaube, da übernimmt gerade der T69 mit seiner ultra hohen Feuer Penetration mit Premium, und zwar 300, und nimmt da die Oberhand. Ja. Ja, vorletzter Panzer, IS-8, mein absoluter Hasspanzer. Ich glaube, er ist nicht ganz so schlecht, ich kann einfach nur nicht mit dem spielen. Ich mag ihn nicht. Ich muss da aber noch durch. Zu guter Letzt Su-152, toller Panzer. Ich wusste, weswegen ich die Wumme in der Beta nur mit dem, oder weswegen ich den Panzer in der Beta nur mit dieser Wumme gespielt habe. Es ist einfach Porno. So, ich trinke jetzt eben was und dann kommen wir zum Forschungsteil. Ja, wenn man so viel labert, kriegt man echt einen trockenen Hals. Ja, gucke ich mir gleich an. So, ihr könnt mich übrigens auch in-game immer anschreiben, ich beantworte alles, was ich kann, wenn ich online bin. Wenn ich mal nicht zurückschreibe, ist das nicht eure Frage oder dass ich euch ignoriere, sondern manchmal, dass ich einfach nur on bin und nicht wirklich on bin. Und ja. Ja. So, jetzt kommen wir aber dazu, und zwar, wir haben fast die 10.000, oder ich habe fast die 10.000 Gefechte geschafft. Hätte ich wahrscheinlich nicht mehr vor dem Urlaub schaffen, weil das noch 140 sind. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das ist einiges zu machen. Und ja. Das ist es.
Das habt ihr wahrscheinlich jetzt alle erwartet und das wolltet ihr wahrscheinlich auch alle sehen. Ja, mein Forschungsbaum. Ich habe ja diese wunderbare Medaille bekommen, wofür ich jetzt sehr lange gearbeitet habe. Und jetzt haben wir endlich den kompletten Amibaum. Auf jeden Fall so lange haben wir die Medaille, bis die Ausbauten des Baums kommen. Wie, ich glaube, da soll noch eine Medium-Line kommen, eine zweite, etc. Naja, ist ja alles abgeschlossen. So. Fangen wir mal bei den Chinesen. Ja, hier habe ich nichts vor, außer den T-33-3 kaufen. Der dann wahrscheinlich nächstes Patch kommt, wahrscheinlich schon drin ist, wenn ich zurückkomme. Aber wie gesagt, Infos dazu kommen, ja, morgen in dem extra Info. Ja, auch da nochmal danke an Gamer12, ich weiß den Namen, ich will den Namen jetzt nicht falsch sagen. Gamer12121 für die Goldspenden und für die Premium-Spende, die letzte, oder ja doch, Premium-Zeit, die hat mir den Arsch gerettet, weil ich hatte kein Premium mehr und ja, hatte auch kein Gold mehr. Danke an dich auf jeden Fall. Natürlich auch an MichiMaster98, der auch nochmal letztens mir 2500 Gold zukommen lassen hat und den T-33-3 dann später möglich gemacht haben. Wo, den ich natürlich auch bei Let's Test dann reinnehmen werde. Ja, ihr, oder auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wie ich das mit der Hall of Fame machen werde. Die... Es gibt wieder Licht. Jetzt muss ich Hähne machen. Sonst ist das gleich mega laut, naja. Der Gamer121 kommt auf jeden Fall in die Hall of Fame. Ja. Wenn du mal Lust hast, wenn du das Video siehst und mal Lust hast zu fahren, sag mir Bescheid. Oder schick meine Privat-PN. Ja, oder schreib mich einfach an, wenn du online bist. Ja, die Franzosen. Da sieht der Baum ja noch relativ leer aus. Da werde ich auch noch nicht viel machen, außer diese Reihe. Und da haben wir hier 121.000 jetzt auf dem Foch. Einer, auch ebenfalls mein Lieblingspanzer, ist, gefällt mir 100-mal besser als der Achter hier. Und da werden wir noch, jo, satte 160.000 XP brauchen. Ein bisschen mehr sogar. Ist auch noch einiges an Arbeit. Jo, die Deutschen. Ich werde ja oft gefragt, warum ich als Deutscher keine deutschen Panzer fahre. Darauf weiß ich immer irgendwie keine Antwort, weil das doch irgendwie ein bisschen komisch klingt. Naja, ich werde auch jetzt keine Antwort darauf geben. Ja, E25-2 würde ich gerne haben, kostet mir aber zu viel, ich habe das Gold nicht, fertig. Damit jetzt alle wissen. Digger 2 werde ich irgendwann kaufen, keine Sorge. Nur zurzeit sind die Prioritäten höher. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, die Maus oder den Leopard zu machen, sowie den Jagdpanzer N100, aber beide, oder alle drei, sind ebenfalls bei mir etwas alter unten von der Priorität. Britischen Panzer. Ja, auch hier habe ich nicht viel vor. Die Artis werde ich nicht machen. Die Heavies werde ich nicht machen. Die Mediums überlege ich mir, weil ich ja doch letztendlich irgendwie mehr lieber Mediums fahre und TDs statt Heavies und Artis. Und die TDs will ich doch auch mal als Nebenprojekt machen. Ja. Gut, gleich geht's echt los. Kommen wir weiter zu den Amis. Da waren wir gerade schon. Russen oder Sowjetunion, UdSSR oder USSR, wie auch immer. Ja, auf die ISO fehlt uns noch so etwas Doppelte von den XP, ungefähr. Da ist also noch etwas zu machen, aber das kommt. Ist jetzt aber prioritätstechnisch auch noch ein Nebenprojekt. Die Hauptprojekte sind der F-155 und das allergrößte Projekt ist dieser Panzer hier, ich will den hier weg haben. Ja, da brauchen wir aber noch satte 80.000, wenn wir diese XP hier benutzen. Ansonsten sind es 108.000. Ja, ist also noch einiges
Medium C hatte ich auch überlegt zu machen, eventuell. Oder die zweite Reihe, die mich da so auch sehr interessiert. Und ja, soweit so gut. Das war's. Wie gesagt, danke für eure Unterstützung. Auf die nächsten 1000 bis 5000. 5000 ist für mich, gar 4000 Scheine, auch Scheine, große Grenze, aber 5000 ist für mich irgendwie so ein größerer Schritt. Das ist schon ein kleiner Schritt für die Menschheit, oder ein gar kein Schritt für die Menschheit, aber ein großer für mich. Ich werde nicht weiter labern, es war schon lang genug. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und auch noch danke an 600 Follower bei Twitch. Macht mir sehr viel Spaß, das Streamen, und ja, auf die nächsten Videos. Tschüss.